Hey, Schussstunde, willkommen zum neuen Schusch, zum Sonntag, heute im März. Und ja, ich weiß, ich habe letzte Woche einmal tatsächlich das Schusch zum Sonntag ausfallen lassen. Mit Vorwand, weil ich hatte absolut nichts über die Woche zu erzählen. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, bevor ich euch einfach nur ein Ohr abschnagge über Sachen, die nicht wirklich was an Relevanz haben, kaue ich euch lieber heute ein Ohr ab mit Sachen, die irgendwie nur bezüglich einer Woche oder weniger Relevanz haben. Ja, was ist auf jeden Fall geschehen? Wieso? Weshalb? Warum? Ich glaube, die meisten von euch haben das noch gar nicht mitbekommen, beziehungsweise ich glaube, ich habe auch noch keinen Schusch zum Sonntag gemacht, bevor das war. Aber ich war ja jetzt beim Friseur, ich habe wieder kurze Haare. Ich renne also wieder so rum, auch wenn es draußen so kalt ist und ich immer noch Eiszapfen vor meinem Fenster habe. Ja, aber sonst an sich war in der Woche halt nicht so viel zu erzählen. Jetzt in dieser Woche an sich nun mal auch nicht, aber es gibt ein paar Sachen, die wir dann doch mal ansprechen müssen bezüglich wegen Projekt und wie es weitergeht und hast du nicht gesehen. Erstmal jedoch danke an unsere Patreons, wie immer. Und besonders jetzt durch eine Sache, es ist glaube ich das erste Mal, dass ich tatsächlich von Patreon, Twitch und YouTube dann tatsächlich mal meine monatlichen Rechnungen tatsächlich bezahlen kann und nicht ins Minus gehe. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass das passiert ist. Fraglich, wie lange das so bleibt, aber auf jeden Fall finde ich es, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung in meiner jetzigen Situation. Das ist absolut nichts, was ich für selbstverständlich nehme, weil, wie gesagt, ich kenne den Wert von erarbeitetem Geld. Ich suche ja aktuell auch wieder, auch wenn mir immer noch nicht einfällt, wohin mich der Weg führen will. Ich warte mal ja noch auf diesen Geistesblitz, wo ich, so blöd das auch klingt, ich weiß, aber so dieser Geistesblitz, wo mir sagt, wo ich mehr hinpassen würde, was ich mehr machen könnte, sprich, ob ich noch eine Ausbildung anfange, ob ich umschule. Ich meine, ich bin noch jung, ich könnte noch eine Ausbildung machen, das no one would give a fuck, to be honest. Ich bin ja noch bin ich ja in meinen 20ern, noch bin ich ja nicht so alt, ne? Also noch ist ja Zeit und gut. So, was aber jetzt bezüglich Streams und Projekte angeht, Pokémon muss ich mal gucken, da bin ich jetzt gerade noch am Rendern gewesen, beziehungsweise rendert halt immer noch. Und ich muss mal gucken, dass ich das rechtzeitig wieder auf den Flügel kriege, weil wir haben nämlich ein Problem, ich bin im Pokémon unterlevelt und ich werde da jetzt erstmal grinden müssen. Muss ich mal gucken, wann ich das jetzt die Tage mache, so damit wir wenigstens wieder halbwegs irgendwo auf einem Dampfer sind, damit das funktioniert. Und denn das, wenn wir das gemacht haben, können wir wieder Pokémon streamen. Ich bin ja aktuell wie ein Bekloppter an Skyrim streamen. Heute um 16 Uhr, vielleicht auch ein bisschen später, kommt ja wieder Skyrim. Ich weiß, ich werde zusehen, dass ich ab nächster Woche mal wieder ein bisschen mehr Weite habe, damit mal wieder ein bisschen was Neues auf den Tisch kommt. Ich weiß, Skyrim hat diesen Faktor schon wieder. Es hat mich einfach reingezogen und jetzt komme ich da nicht mehr raus. Jetzt will ich nur noch Skyrim spielen. Aber wir kriegen das hin. Morgen kein Stream, weil morgen ist Montag. Montage sind scheiße. Aber ab Dienstag dann schätze ich mal wieder genau normal. Weil ich wollte dann auch morgen mal mein Stream-Ending machen. Ich habe ja jetzt letzte Woche ein Stream-Opening gebastelt. Und ich bin da ein bisschen stolz drauf. Ich kann es jetzt leider auf YouTube nicht zeigen, aufgrund von Copyright. Aber es sieht schon gut aus. Es macht schon ein bisschen Hype auf den Stream, muss ich sagen. Und jetzt will ich mir noch ein Ending machen und das dauert dann aber auch nochmal. Das mache ich morgen dann wahrscheinlich. Und ja, dann habe ich das nämlich auch und dann ist das nämlich auch mal neu. Da möchte ich eigentlich mal meine ganzen Notifications up to date bringen. Und mit up to date meine ich irgendwie, ich weiß auch nicht, einen festen Sinn dahinter. Ein festes Modell. Denn eventuell mein Stream-Interface mal wieder ändern. Es war eigentlich nicht so nötig, weil es eigentlich gut funktioniert, ich weiß. Aber wer weiß, vielleicht fände ich da ja irgendwie was, womit ich da gut arbeiten kann, womit ich mir ein schönes Interface herstellen kann. Sowohl dafür als auch für Overwatch. Nämlich, die Season ist vorbei. Das ist jetzt schon ein paar Tage her sogar. Und ja, ich bin Platin geworden. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich bin letzte Season Platin geworden. Oh boy, habe ich aber keine Lust, das nochmal zu machen. Es war eine absolute Qual. Das war schrecklich.
ich habe mich mittlerweile nur mit Moira durchgeklopft, weil Moira ist irgendwo mein neuer Main geworden, neben Junkrat. Und das Problem ist, irgendwie von Moira erwarten irgendwie Leute, dass du generell in Overwatch, habe ich immer das Gefühl, sobald du einen Healer pickst, erwartet jeder, dass du nur ihm am Arsch hängst und ihm die Heilung in den Arsch bläst. Deswegen will ja heutzutage immer noch jeder eine Mercy. Damit du einfach so dein kleines Medipick am Rücken hast, wo dich bloß nicht loslässt und wo du zuflamen kannst, wenn du in eine Sechsergruppe rennst und stirbst. Das ist Overwatch in a nutshell. Und deswegen bin ich mit Moira halt ein bisschen flexibler, ein bisschen objektiv pushender, sagen wir es mal so. Ich kann Gegner zurückhalten, ich kann sogar Kills landen. Ich hatte oft sogar Runden, wo ich einfach mal 5-mal Gold hatte. Ich weiß, jetzt kommen wieder die Super-Pros und sagen, na, mit deinen anderen so viel. Ja, aber wenn ich als Heiler, ne, als Heiler die meisten Kills habe, dann frage ich mich, was machen unsere Damage-Dealer? Die, wisst schon, die Leute, die Schaden machen sollen. So ein Junkrat macht einfach mal so an die 10k, wenn so locker in der Runde, das ist nicht schwer. Du schmeißt den Scheiß rein, was trifft, tut weh. So ist das nun mal, das ist Junkrat. Und wenn du denn als Moira dastehst und auf einmal Gold in Schaden hast, dann fragst du dich, wo das herkommt. Dann fragt man sich, was macht dieser Soldier, was macht dieser Reaper, was machen diese Bilbos mit dem Schaden, den sie eigentlich haben. Und dann denkst du dir, ja, ich glaube, ich heile mal nur mich selber, how about that? Aber dann gewinnt man trotzdem und sagt, cool, ich bin Platin, nice Scheiße. So lief meine Season ab. Irgendwann habe ich nur noch gesolo-ranked, weil, ja, Hole ist irgendwie immer weiter abgedriftet, leider. Der ist, glaube ich, Silber geworden. Aber mal gucken, wir müssen ja jetzt erstmal die Placements wieder machen und ich bin ganz ehrlich, ich will nicht. Ich habe keine Lust, das Ganze mir nochmal anzutun. Every time the same shit. Aber höchstwahrscheinlich werde ich das wieder mit Lini, Hole und Vivi machen zusammen. Also zu viert. Wann, wissen wir noch nicht. Muss ich mal Lini fragen, weil bei ihr ist noch ein bisschen PC-Probleme. Fakt auf jeden Fall ist, wir kriegen das irgendwie hin. Hoffentlich. Zur Not tun wir es nicht. Who knows. Auf jeden Fall, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und noch ein schönes restliches Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute. Bye.